Ja, also nach einigen technischen Problemen haben wir es anscheinend geschafft. Wir sind Smart Key. Kennt ihr das? Ihr seid irgendwo in einem Hackerspace, redet darüber, wie Smart Home nicht wirklich toll ist und wie ihr das nicht mögt. Seid auf dem Weg nach Hause, stolpert über einen Stein, werdet vom Bus überfahren und findet dann irgendwann den Weg nach Hause, bis ihr dann bemerkt, wie blöd dieser Tag war, weil ihr den Schlüssel im Hackerspace vergessen habt. Und dagegen wollen wir vorgehen. Wir sind Smart Key und haben das Problem, dass wir Alltags beziehungsweise wir haben den Wunsch, dass wir Alltagsprozesse gerne automatisieren würden, damit wir das für die Gesellschaft und für einzelne Personen vereinfachen können. Unsere Bedingung war aber, dass wir diese neue Technologie, die wir schaffen, dass diese keine Risiken oder Ähnliches für den Nutzer dann hervorbringt. Also dass wir nur positive Argumente haben, warum man diese neue Technologie nutzen sollte. Wir werden ein bisschen über die Programmierung sprechen und wie das Ganze funktioniert. Ja, also die Programmiersprachen, die hauptsächlich... Was? Wer fehlt denn? Achso, ja, einer von uns kann leider gerade nicht auf der Bühne sein, der hat Nasenbluten. Wurde vom Bus überfahren, genau. Also die Programmiersprachen, die wir hauptsächlich verwendet haben, waren C und Python. Python läuft auf dem Raspberry Pi, also im Prinzip auf dem Backend. Und C wurde verwendet für das mobile Gadget sozusagen. Der C-Code ist auf diesem mobilen Gadget zwar fertig geschrieben, aber zeigt noch keinen komplett fertigen QR-Code an, weil der Algorithmus noch nicht komplett umgesetzt werden konnte, dass es halt relativ kompliziert ist, für dieses Display einen Befehlssatz zu schreiben, der einen QR-Code im richtigen Format anzeigt. Da hat uns die Zeit ein wenig gefehlt. Wir werden deswegen ersatzweise mit einem Smartphone arbeiten, aber das Prinzip wird in etwa dasselbe sein, nur dass man dann am Ende ein anderes Device hat. Ja? Achso, genau. Jetzt zur Technologie, die wir verwenden. Smart Key funktioniert im Endeffekt so, dass man dieses mobile Device eben hat, bestehend aus einem Display und einem Mikrocontroller. Es gibt ein geteiltes Geheimnis zwischen der Basis und dem Mikrocontroller. Also geteiltes Geheimnis sagt Ihnen wahrscheinlich was. Also es ist ein Bestandteil der Kryptologie. Es wird also auf Basis dieses Geheimnisses ein Schlüssel generiert und der wird einem QR-Code dargestellt. Und dieser QR-Code dient halt der Verifikation. Das ist im Prinzip eine Art digitaler Schlüssel. Der Schlüssel verändert sich aber jedes Mal, wenn man einen Schlüssel aufruft, was den Vorteil hat, dass man nicht einfach dass man nicht einfach nur den QR-Code einmal abfotografieren kann oder trotzdem reinkommt. Das wirkt sozusagen dem Sicherheitsrisiko vor. Genau. Ja, wir wollen das Ganze einmal durchspielen, wenn wir das können. Wir müssen dazu eigentlich gehen. Kann man auf dem Teil was sehen? Kann man da was sehen? Wir müssen, glaube ich, auf die mobile Kamera da wechseln, die da so. Sieht man was? Wir bräuchten das Bild. Also im Endeffekt haben wir einen mobilen Schlüssel, der ist portabel, also da wird ein QR-Code generiert. Wir haben dazu einen Algorithmus geschrieben, der dafür sorgt, dass wir Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen können und dafür sorgen, dass der Client sowie der Server, also die mobile Steuerung, die dann dafür sorgt, dass die Tür aufgeht, nur miteinander kommunizieren können, wie dieser QR-Code, der den beiden Geräten nicht bekannt ist, dann die Tür öffnet. Wir haben einerseits diesen Prototypen, den man nutzen könnte, um beispielsweise diesen QR-Code anzuzeigen. Da war das Problem, dass wir da jeden Pixel einzeln generieren mussten und das ein bisschen zu umständlich war. Man könnte portabel auch mit dem Handy, mit der Smartwatch oder mit dem Tresor, den man unter dem Arm hat, das da dran halten. Und wir versuchen es jetzt einfach mal. Machst du die Kamera an? Wir haben... Und wer hat die Endung vergessen? Ist das Deutsch-Tastatur oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, oder? Ihr habt die Endung. Ja. Gehen wir so mal auf andere. Ja. Ja. Gut. Okay. So. Wir haben das Skript gestartet. In einer kurzen Sekunde schalten wir auf die Pi-Kamera um. Wir haben hier ein mobiles Gerät, welches den QR-Code gerade anzeigt. Wir haben ein kleines technisches Problem. Das war da alles gewollt, das Problem. Den anderen Code? Ja,
Also, die lange Wartezeit ergibt sich dadurch, dass die Kamera erstmal initialisiert werden muss und das Skript startet. Was? Genau, also ich erkläre jetzt einfach mal kurz, wie das abläuft. Es gibt ein Skript, das dauerhaft auf dem Raspberry Pi aktiv sein soll und im Prinzip dauerhaft diese, also nicht, doch dauerhaft diese Kamera anhat eigentlich, ne? Die Kamera scannt dann immer nach QR-Codes und wenn ein gültiger QR-Code gefunden wurde, dann wird dieser eingescannt und verarbeitet. Wenn der QR-Code falsch ist, dann wird dieser Schritt maximal, ich glaube, 5-mal wiederholt, bis sich das Ding einfach mal verschließt und sagt, okay, für 10 Minuten jetzt erstmal keinen weiteren Entry, weil sonst könnte man Brute-Force-Methoden versuchen. Wenn der richtige Key gefunden wurde, also der richtig abgeglichen wurde, dann wird er verifiziert. Das bedeutet, das gesicherte Objekt, in unserem Fall jetzt eine 3D-gedruckte Tür, würde dann entriegelt werden. Das heißt, der Pi schaltet sich dann sozusagen in die Tür. Eigentlich hatten wir einen Servomotor für die Präsentation vorbereitet, der sich aber kurzfristig dazu entschieden hat, einfach mal auszufallen. Ja. Deswegen können wir das leider jetzt nicht zeigen, wie genau das funktioniert. Das hat auch eben gerade mit dem Fehler zu tun. Weswegen, das ist ein bisschen schade. Was ich allerdings noch zeigen könnte, wäre, wie dieser QR-Code auf diesem Ding hier aussieht. Aber wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit, deswegen sagen wir Dankeschön. Super, danke an Smarty.